Das hier sind keine echten 20-Euro-Scheine. Hättet ihr es gemerkt? Vielleicht nicht, denn manche Fälscher sind ganz schön raffiniert. Wenn ihr Zweifel habt, ob eine Banknote echt ist, könnt ihr sie bei Banken, Sparkassen oder von der Bundesbank überprüfen lassen. Hier im Analysezentrum in Mainz landen verdächtige Banknoten und Münzen, damit sie auf ihre Echtheit geprüft werden. Eingeschickt werden sie von den Bundesbankfilialen, von der Polizei sowie von Banken, Sparkassen und Wertdienstleistern. Und natürlich von Leuten wie dir und mir. Im Falschgeldlabor schauen wir uns falschverdächtige Noten mal genauer an. Kommt mit! Die Noten müssen genau analysiert werden. Deswegen kommen hier auch verschiedene Hilfsmittel zum Einsatz. Die Sachverständigen achten hier auf Fehler, die der Fälscher beim Imitieren der Sicherheitsmerkmale gemacht hat. Sicherheitsmerkmale sind zum Beispiel die Smaragdzahl, das Wasserzeichen oder das Porträtfenster. Hier kann man deutlich erkennen, dass bei der Fälschung kein Porträtfenster zu sehen ist. Für weitergehende Analysen gibt es noch andere technische Hilfsmittel wie UV-Lampen und speziellere Analysegeräte. Übrigens, falsche Noten werden jeweils einer Fälschungsklasse zugeordnet. Das kann vor Gericht wichtig sein. Es macht nämlich einen Unterschied, ob einem Fälscher 5 oder 500 Fälschungen nachgewiesen werden können. Aber die allermeisten Fälschungen kann man auch durch Fühlen, Sehen und Kippen selbst erkennen. Echte Scheine fühlen sich fest an, mit einem fühlbaren Relief am Rand der Banknote. Gegen das Licht gehalten muss das Porträt der Europa als Wasserzeichen zu sehen sein. Außerdem verändert sich bei echten Scheinen beim Kippen die Farbe der Smaragdzahl und ein hell schimmernder Balken wandert auf bzw. abwärts. Wer es ganz genau wissen will, unter bundesbank.de/falschgeld gibt es kostenlose Schulungen zur Erkennung gefälschter Eurobanknoten.